begrüßen wir auch nach der Mittagspause, gestärkt hoffentlich. Ich hoffe es nicht, dass da die Mittagsmüdigkeit jetzt eintritt. Also, wir sind alle jetzt ganz wache Gesichter. Wir haben jetzt einen herpesumreichen Vortrag, oder eigentlich ist es ein interaktiver Vortrag mit der Vorstellung Klaus Assel. Assel Klaus war lange Zeit mein Kollege in Jembach und wir haben gemeinsam als Mathematiklehrer sehr viele Projekte, sehr viele kreative Projekte umgesetzt. Dann ist er fremdgegangen, dann ist er in eine andere Schule gewechselt. Ja, und jetzt ist er schon in Pension. Ja, ich sehe mich eher ein bisschen, aber er ist immer noch dabei, wir machen was gemeinsam. Ja. Ja, und die Andrea Bruch brauche ich gleich eh nicht vorstellen. In Tirol ist ja sehr bekannt. Und bei ihr gibt es eine perfekte Symbiose zwischen fachlicher Kompetenz und praktischer Erfahrung. Weil das findet man so selten, sie hat sehr studiert und unterrichtet, deshalb weiß sie immer genau, wovon sie redet. Mathematik, ist das wirklich so kreativ? Ja, da kann Mathematik sehr kreativ sein und wir werden ja heute im Rahmen unseres eigentlich Workshops oder interaktiven Vortrags und so, möchten wir ja ein bisschen an dieser Kreativität weitergeben. Und ich hoffe, das passt, wenn wir bei du sein werden. Passt jetzt, oder? Ja. Wenn jemand von Sie angesprochen werden, wenn Sie die Hand legen. Gut, zu dir so gut. Ja, Kreativität, Mathematik, wie passt das zusammen? Sehr wohl kann man in Mathematik sehr kreativ sein. Man kann etwas gestalten, man kann also Ideen sich überlegen, innovativ sein, produzieren. Auch Mathematik gibt es Möglichkeiten, etwas außer mathematischen Gleichungen oder Rechnungen zu produzieren. Da werden wir einige Beispiele zeigen. Man kann auch künstlerisch tätig sein. Also ich bin ja selber bildnerische Erzieherin und verbinde gerne eben Mathematik mit Kunst. Auch da werden wir euch heute einige Beispiele zeigen. Ja, und ich darf zu Beginn gleich einmal zwei junge Männer aus Jembach zu Wort kommen lassen. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann nehme ich einmal an, dass die wenigsten von euch mit dem Wort Dings da etwas anfangen können. Am Anfang vielleicht schon. Doch, ein paar nicken. Ah, ja genau, die Verzeihler denken. Ja, wir sind alle viel zu jung, wir haben jetzt wahrscheinlich kaum gesehen. Dings da, das war nämlich eine von meinen Lieblingssendungen, da haben Kinder, oftmals Kindergarten, Kinder, Volksschulkinder, sowieso 10, 12 Jahren, haben da einen Begriff umschrieben, in dem sie aber den Begriff selber nicht nennen haben dürfen. So, hallo, schön, dass ihr da bist. Und genau diese zwei, der Jakob und der Florian, die werden jetzt so einen Begriff, einen mathematischen Begriff umschreiben. Und wir werden das Video dann irgendwann stoppen und dann bitten wir euch einmal, eure Vorschläge zu bringen, welchen Gegenstand denn die beiden meinen könnten. Ja, und wenn es jemand vorher schon errät, einfach kurz herausrufen oder aufzeigen wie in der Schule. Ich werde versuchen, da so einen Überblick zu halten. Weil es gibt nämlich eine kleine Belohnung. Also als Nachspeise sozusagen. Also bitte sofort herausrufen und du schaust genau, wer als Erster oder Erste. Ich will ein bisschen weiter und suche, damit ich den Überblick besser. Gut, also schauen wir mal. Da starten wir die beiden Herren. Ja, das ist gut gesagt. Ja, junge Männer. Du und was? Um welchen geometrischen Körper handelt es sich? Den Inhalt von diesem Körper kann man essen. Ja, das schmeckt total gut. Ich könnte alles auf einmal aufessen. Auf der Verpackung ist ein Berg und wenn man ihn genau anschaut, sieht man einen Bär. Ja, genau. Das ist aber schon eine Meldung. Die Verpackung schaut aus wie ein... Hat jemand schon was gesagt? Was ist der Tipp? Wer hat das jetzt gesagt? Ja, Toblerone. Aha, Toblerone. Ja, und? Dreiseitiges Prisma. Ja, aber bei der Gegenstand dreiseitiges Prisma, hoffen wir uns das weiter an, schauen wir, ob ihr recht habt. Haus, kleines Hausdach und der Bär ist auch drauf. Wie ein ganz langes Hausdach. Die Mathematiker sagen zu der Verpackung auch dreiseitiges Prisma. Hergestellt wird der gesuchte Gegenstand in der Schweiz.
Die Schweizer sagen, knack die reine Ecke ab. Es handelt sich um eine Packung-Doppelung, können wir gleich schon wohl machen. Ja, und wer jetzt vorher, vor der Mittagspause in dem Raum war, bei der Eike Höfler, die hat ja nun mal darauf hingewiesen, dass gerade so Videos, also für die Schüler und Schülerinnen ganz einprägsam sind. Nicht nur, wenn sie es selber produziert haben, sondern auch, wenn man die Videos dann anschaut. Also eine... Du kannst gut fangen. Die Nachspeise, bitte sehr. Die Reicherung, Aufzeichnung für den Unterricht. Ja, und kreativ mit digitalen Medien. Wir werden also im Rahmen von dieser Veranstaltung verschiedene digitale Medien zum Einsatz bringen, also Audio, Video, Bilder, digitale Bücher sind auch dabei und wir werden nicht alle Sachen durchbringen, die wir uns vorgenommen haben, wir schauen mal, wie wir weiterkommen. Genau. Also das wäre so eine kleine Auswahl. Knobeleidenrätsel, Rechenwechsel, also Rätsel kommt auf alle Fälle vor in einer ein bisschen anderen Form. Geheimschriften, sprechende Bilder. Ja, aber lieber Klaus, wir brauchen ja was fürs nächste Jahr auch noch. Ich hoffe, ich werde wieder eingeladen, selber wieder so einen Vortrag zu machen, da können wir dann eine Fortsetzung machen im nächsten Jahr. Also wir werden nur ein paar davon eben heute vorstellen. Und jetzt gehe ich gleich weiter, Moment, zurück. Moment, bin jetzt zu schnell gewesen. Ja, und ihr selber wahrscheinlich habt es auch immer euer Handy mit dabei, also ich habe es fast immer mit dabei, muss es echt gestehen. Und es ist so, wenn ich spazieren gehe irgendwo und irgendwas Besonderes sehe, wo ich denke, das hat mit Mathematik zu tun, Handy heraus, es wird fotografiert. Und genauso, da ist jetzt der Jembacher, der weiß, wo ich das aufgenommen habe, in der Nähe von Jembach, da gibt es einen Waldlehrpfad und da ist dieser Würfel mit einer Zahl, wenn man genau hinschaut, eine Zahl mit 11 Nullen ist hier eingeritzt oder eingebrannt, mehr oder weniger. Ja. Und das habe ich zum Beispiel als Einstieg noch einmal meinen Schülern, wie es um die großen Zahlen gegangen ist in Mathematik, 1. Klasse. Also Zahl mit 11 Nullen, ihr seid alle Mathematiker, nehme ich an, ihr wisst sofort, dass das 300 Milliarden sind. Und dann frage ich die Schüler, ja, was, warum könnte genau da auf diesem Würfel mitten im Wald so eine große Zahl da drauf sein? Was bedeutet diese Zahl? Was könnte die aussagen oder darstellen? Es ist keiner draufgekommen, weiß es jemand von euch vielleicht? Die Steuerverschuldung von 2012. Ja, das sind die sogenannten Leitzellen. In einem Kubikmeter Holz befinden sich ungefähr eben 300 Milliarden Leitzellen, die das Wasser weiterleiten. Ja, habe ich vorher auch nicht gewusst. Und das wäre so ein Einstieg. Also ich mache das ganz gerne. Es gibt so viel, wenn man hinausschaut. Überall sind irgendwelche geometrischen Körper, die kann man fotografieren. Oder man lässt die Kinder das fotografieren und sagt, gut, schaut euch mal um. Welche geometrischen Körper sind in eurem Umfeld? Das nächste Mal auf die Lernplattform hochladen und als Einstieg verwenden wir euer Foto. Auch das, was ihr immer wieder macht. Und was ich ganz gerne bei den Erstklässlern verwende, dieses Programm heißt Chatterbix, eigentlich ist es eine App. Kennt ihr jemand von euch Chatterbix? Kids? Es ist ganz eine coole App, finde ich, ganz eine einfache App. Die Kinder machen nämlich ein Foto und dann sprechen sie, sobald sie das Foto gemacht haben mit der App, sprechen Sie den Text hinauf, den Sie vielleicht vorher vorbereitet haben, und können den auch ein bisschen animieren. Und wie sowas ausschauen könnte, darf ich jetzt der Damian zeigen. Damian, ganz kurz und knackig, wie er das macht. So. Ja, wobei wir wieder bei den Videos wären. Damian? Der Wind? Gut, Video kann ich abgespielt werden. Er hat einen Fehler 5. Weiß ich nicht. Schade, das ist wirklich schade, weil das ist einfach nett, ich kann es jetzt erklären, ich weiß nicht, warum das eben funktioniert. Das ist so, das ist ein, wie gesagt, ein Würfel, den er fotografiert hat. Und wenn er dann redet dazu, dann kommt bei dem Würfel auch ein Mund daher, so als ob der Würfel reden würde. Und dann hat er den Würfel noch Kopfhörer aufgesetzt und eine Gitarre dazu und sowas taugt den Kindern einfach. Und dann erklärt er eben die Eigenschaften des Würfels. Und ich bin mir sicher, dass der Damian, wenn ich ihn jetzt fragen würde, welche Eigenschaften hat der Würfel, dass er sich das gemerkt hat, weil er eben so etwas besonders Kreatives machen durfte. Worum es geht, vielleicht kann ich es euch dann später noch einmal zeigen. Ich gehe weiter zur nächsten Folie. Ja, wir sind bei Memes. Memes sind also Bild-Text-Kombinationen, wobei der Text auf ein Minimum reduziert wird
oft ein lustiger Zugang oder es einfach als Gesprächsanknüpfungspunkt, dass man das hernimmt. Auf den ersten Blick schaut es relativ niederschwellig aus, aber da steckt ganz viel dahinter. In dem Fall, ihr werdet es ja alle schon erkannt haben, es geht um das Volumen des Zylinders. Also kann man sich dann leicht merken, wenn man sagt, Pizza, oben haben wir B mal R mal R oder R Quadrat mal A. Und so kann man das Ganze erschließen. Und da gibt es ganz viele Web-Anwendungen von Memes. Man kann es aber auch ganz einfach erstellen mit Textverarbeitungsprogramm oder gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Mit dem Programm, das Large-Image-Common, also ein ganz einfaches Programm, man kann ja Bilder aufladen und ein paar Texte dazu schreiben. Und das hat auch ein Schüler gemacht. Eben hat er sich das Bild von einem solchen Kamel herausgesucht mit einem verschobenen Maul. Und so merkt er sich jetzt das, eine Schülerin war das, eine Raute ist ein verschobenes Quadrat. Und sicher, diese Schülerin merkt sich das, weil sie das Bild vor Augen hat, wo dieses Maul verschoben ist. Und so etwas Lustiges kann man also auch in den Unterricht einbauen. Gerade so wie Tierbilder eignen sich ganz besonders gut, um irgendwelche Merksätze sich besser einzuprägen in Mathematik. Und was ich auch gerne mache, das sind Plakate machen lassen von Schülerinnen und Schülern. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben sie viele digitale Plakate machen dürfen. Und hier, dieses Plakat ist entstanden zum Thema Kugel. Was kugelt da an mir vorbei? Ja, 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Also auch ein Spruch, den sich die Kinder wahrscheinlich merken werden. Und die Plakate drucken wir dann aus und die hängen wir dann in der Klasse auf und die Kinder sehen die dann immer wieder und sehen das vor sich und merken sich so. Also einfach diese verschiedenen Formeln zum Beispiel oder irgendwelche Merksätze leichter. Ja, und jetzt kommt ein Plakat, wo ich jetzt mich sehr konzentrieren muss, damit ich das ja richtig ausspreche. Und zwar geht es ums letzte Wort wegen der Betonung. Ich versuche es einmal. Bereitet dir das Dividieren Qual, so spricht der Bruch, dreh mich um und nimm mich mal. Richtig ausgesprochen. Ja, also sowas machen die Kinder auch gerne. Das ist auch wieder ein Programm, das heißt Beauty Words. Da kann ich also verschiedene Schriften einstellen oder ich kann sagen, das Programm generiert automatisch Schriften, das kann ich nur eingeben, den Satz, und der generiert mir das automatisch. Also das auch, dass ich immer wieder von den Kindern mache zu verschiedenen Themen, Plakate, Merksätze zum Beispiel so, und die hängen wir dann auch wieder auf. Und jetzt ist etwas, das ist eines meiner Lieblingsthemen, dadurch, dass ich ja bildnerische Erzieherin auch bin, verbinde ich ganz gerne Mathematik mit der bildnerischen Erziehung. Und da mache ich dann sehr gerne Rollenspiele. Gerade in den ersten und zweiten Klassen geht das total gut auch. Und wir haben jetzt uns gedacht, Klaus, du tust jetzt einfach bitte so, als ob du das Bild noch nie vorher gesehen hättest. Aber ja, dann nichts. Ja, Klaus ist nämlich jetzt der Schüler, der sich dann freiwillig meldet. Und ich bin jetzt die Schülerin, die sich auch freiwillig meldet. Und ich bin die Reporterin. Ja? Die Schülerin bekommt dann von mir, würde dann einen Zettel bekommen mit 3 oder 4 Fragen. Und diese Fragen werden dann an den Künstler gestellt. Der Künstler müsste jetzt normalerweise einen Pinsel haben und eine Kappe haben. Ich habe natürlich alles mit, aber bei der falschen Tasche. Das wollen wir jetzt gleich noch. Und dann ist es so, dass der Künstler sozusagen dann ganz spontan eben auf meine Fragen antwortet. Und weil der Künstler ja irgendwie künstlerisch reinschauen muss, kriegst du eine Kappe von mir und irgendwelche Pinsel. Das ist so künstlerisch genug. Was ist so? Bitte, kommst du mal zu mir da rüber, der Herr Künstler. Also, lieber Herr Künstler, schön, dass ich Sie heute interviewen darf. Das ist jetzt mein Mikrofon. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Jean-Luc Glexer. Gut, danke. Können Sie bitte ganz kurz sagen, wie Ihr Bild heißt? Die Morgenröte. Mhm. Und womit haben Sie das Bild gemalt? Mit Farben, natürlich, mit Tempera-Farben. Tempera-Farben. Und was ist auf dem Bild dargestellt? Was ist zu sehen? Tja, das ist ein Ballon, es gibt Kreise, es gibt Quadrate, es gibt Rechtecke, es gibt ein Trapez. Und wie haben Sie sich gefühlt, als Sie dieses Bild gemalt haben? Unheimlich leid. Gut. Vielen Dank für das Interview, Herr Künstler. Und sowas macht man dann mit den Schülern auch. Und die Schüler müssen dann also erklären, was sie auf dem Bild alles sehen, also welche geometrischen Formen zum Beispiel hier sie sehen. Wer wissen will, das Bild stammt von Paul Klee und es ist in New York ausgestellt. Und da könnte man das auch bewundern. Das heißt auch der rote Ballon.
Bleiben wir gleich bei der Kunst. Dieses Bild, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, oder Sie kennen wahrscheinlich den Künstler alle, das ist der Peter Bruegel. Peter Bruegel hat damals schon so eine Art Wimmelbilder gemacht. Wer kleine Kinder hat, der weiß, also es gibt viele Bilderbücher heute für die kleinen Kinder, wo auch so Wimmelbilder drinnen sind. Aber so der erste Wimmelbilder-Erzeuger war ja eigentlich schon der Peter Bruegel im 17. Jahrhundert. Und zwar hat er dieses Bild gemalt zum Thema Kinderspiele. Da geht es uns aber nicht um die Spiele heute, sondern es geht uns darum, welche Formen sind denn auf diesem, oder welche Gegenstände, die geometrischen Formen ähneln oder die eine geometrische Form darstellen, sind denn auf diesem Bild zu sehen. Da könnte man zum Beispiel sagen, gut, wie viele Kreise seht ihr? Welche Kreise seht ihr? Seht ihr vielleicht einen Zylinder irgendwo? Seht ihr einen Quader? Also so könnte man auch einmal so einen Einstieg machen in einer Stunde, indem man so ein Bild einmal herzeigt. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es nicht geglaubt, ich habe es nachgelesen, ich habe es nachgegoogelt. Ich hoffe, die Quelle war richtig. Und da hat es geheißen, 91 verschiedene Kinderspiele aus dem 17. Jahrhundert sind hier auf diesem Bild eben dargestellt. Aber das nur nebenbei. Ja, und solche Wimmelbilder kann man selber ganz einfach erzeugen. Das wäre jetzt ein Bild, ein Blick in ein Kinderzimmer, und man kann das Ganze einfach ergänzen durch verschiedene Gegenstände. Die Schüler kriegen also dann, oder Schülerinnen kriegen dann den Auftrag, dieses Bild zu ergänzen. Es geht auch relativ einfach. Man kann da im Grunde genommen reichen Textverarbeitungskenntnisse, man kann es aber auch mit PowerPoint machen. Es gibt viele Möglichkeiten, welche verschiedenen Softwaremethoden oder Softwarearten man hernimmt. Und jetzt gibt es gleich noch eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar, wir haben einige Gegenstände hinzugefügt. Und jetzt läuft die Zeit und ihr sollt schätzen, 10 wird sich nicht ausgehen, wie viel Gegenstände mit Kreisen sind dort abgebildet. Einfach mal schätzen, bitte. Hat jemand eine Zahl einfach? Bitte. 14. Bitte, wer bittet mehr, wer bittet weniger? 24. Was anderes noch, bitte? Wer? 16. Du merkst eh, wer was gesagt hat. Also, die Zahl wurde noch nicht getroffen. Es ist mehr als 16, darf ich einmal sagen. Moment, es gibt ja nichts zu verlieren. 18. 20? 30 ist zu viel. 22. Ja, aber ich glaube... 22 ist zu viel. 21. Da hinten die Dame, die war die schnellste, richtig? Das war jetzt drei Schwierigkeiten. Es gibt auch einen Gegenstand zu gewinnen mit einer Kreisfläche, nämlich eine kleine Cola-Dose, damit der nachgebracht kann. Genau sowas lassen wir auch dann nochmal die Schülerinnen und Schüler machen. Solche Gegenstände, und dann sollen sie das Rätsel ihren anderen Schülern zeigen und wir sollen dann erraten. Sie kommen also nach mit verschiedenen Hintergründen. Zum Beispiel ganz gut geht auch ein Strand, zum Beispiel, was da alles angeschwemmt ist, zum Beispiel. Oder im Wald, auch ein Müll zum Beispiel da liegen gelassen worden ist. Da kann man also sehr viele. Also man kann sehr kreativ sein und sehr viele verschiedene Hintergründe. Also die Schüler und Schülerinnen können das in Lump. Und um anzuknüpfen noch einmal an den Vortrag von der Elke Höfel, die ja gemeint hat, also Videos wäre total ideal für die Schüler und Schülerinnen, dass sie sich was merken. Noch besser merken sie es natürlich, wenn sie das Video selber machen. Mit der Software Stop Motion, was der Vorteil ist, man stellt das ein und die Software macht dann automatisch alle 5 Sekunden, 10 Sekunden, das kann man einstellen, kein Bild. Was der Vorteil ist, wenn ich das irgendwo auflege, sonst passiert es manchmal, ich stoß irgendwo dran, oder wenn ich auslösen will, neues Bild aufnehmen, dann verrutscht das Tablet oder das Mobile Phone etwas und dann wirkt das natürlich nicht so gut. Deshalb
die Software Stop Motion haben wir das verwendet. Die Pro-Version kostet 4,99 €. Das ist aufgenommen mit Gratis-Version. Bei der Pro-Version hat man die Musik dann gleich mit dabei. Und sonst muss man halt im Internet auch lizenzfreie Musik suchen, kann ich so unterlegen. Ja, wie machen wir das? Wir schieben da zwei Tische so zusammen mit einem Spalte dazwischen, wird das Tablet draufgelegt, es wird vielleicht ein Dick so fixiert und am Boden unten werden die Kinder dann aktiv und gestalten eben mit, in dem Fall mit Strohhalmen oder verschiedenen anderen Gegenständen, eben Bild für Bild, und das wird zu einem Film dann zusammengefasst und abgespielt. Ist relativ schnell gemacht und ich glaube, die Schüler, die das gemacht haben, die werden sich wahrscheinlich merken, wie man eben von einem Parallelogramm den Umfang ausrechnet. Jetzt bin ich schon beim nächsten Thema, auch ein Lieblingsthema von mir, ich werde fast nur Lieblingsthema nachgehört. Also hier geht es um ein E-Book gestalten. Hat jemand schon mal von euch mit einem Book Creator gearbeitet? Ein Nicken von der Elke 2-3? Wer das noch nicht getan hat, ein heißer Tipp, probiert es einmal aus. Es ist nicht viel mehr Arbeit. Im Prinzip brauchen die Kinder gerade einen Account, sie können mit einem Google-Account oder mit einem Office 365-Account einsteigen. Es kostet nichts, es ist kostenlos, muss ich selber als Lehrer probieren. Man kann das für die Kinder dann freigeben und die Kinder können dann selbst oder gemeinsam Seiten gestalten. Wie sowas ausschauen könnte, das darf ich euch jetzt zeigen. Und zwar heißt das, ist das zum Thema eben geometrische Figuren, wo die hier die Buch eben von den Kindern kreiert. Und das ist so, das kann man dann so aufklappen. Genau. Und man sieht jetzt da, vielleicht kann man es vorgeben, also das ist fast schon so, ja. Aber es ist ja so, jedes Kind hat dann eine eigene Seite gestaltet, zu einer eigenen Fläche. Das heißt, ich habe die Flächen also vorher mal ausgeschnitten gehabt, die habe ich dann ziehen lassen und durch Zufall hat jedes Kind eine andere Fläche gezogen, hat sich dann die Eigenschaften herausgesucht, kurz und knackig, und hat einfach gewisse Wörter dann weggelassen. Und die anderen Kinder haben jetzt erraten müssen, was für Wörter fehlen denn da. Und wenn Sie es nicht erraten haben, dann haben Sie eine Hilfe gehabt. Klickt einmal bitte auf den Ton vom Rechner vielleicht. Ja, bitte, Klaus. Dann kann das Kind nämlich hier oben selbst hinaufsprechen, was jetzt die Lösung wäre. Das reicht nicht. Das ist das Kind nicht. Es hat eine 4. Sondern genau das Beispiel gefunden, was ich gesprochen habe. Es hat 4 Seiten. Aber vielleicht das andere mit dem Es hat 4 rechte Winkel. Gegenüber dem. Da habe ich den Kindern denn gezeigt, wie sowas. Es hat vier Ecken und vier Seiten. Es hat keine rechte Linie. Die gegenüberliegenden Seiten sind gleich. Im Restraum handelt es sich. Eben, und da haben die Kinder dann auch das niederschreiben müssen und die Wörter eben eintragen müssen. Wie gesagt, Book Creator, ein ganz ein empfehlenswertes Tool, ja, genau, zurückgegangen. Und, na? Online. Das Ganze, was ich jetzt hier präsentiere, das ist eben online in Google, und zwar mit Google Slide oder Google Präsentation. Also das ist online in der Cloud gespeichert und wir haben das gemeinsam vorbereitet und da hat der Klaus wieder mal dran gearbeitet, dann nicht wieder. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte gewesen. Ja, und jetzt kommt wieder ein Lieblingsthema von mir, und zwar, es habt ihr alle hoffentlich schon die Mittagspause genützt, um euch auf Schatzsuche zu begeben, mit dem Link, den ich euch ja vorgedacht bekannt gegeben habe, nämlich so etwas Ähnliches, haben wir jetzt auch für Mathematik vorbereitet. Also jetzt bitten wir euch einfach eure Handys herzunehmen, wer einen Laptop hat, kann auch gerne mit Laptop arbeiten. Ja, das kann auch ohne weiteres fotografiert sein, also zu zweit sein, ja. Zu zweit, zu dritt. Und zwar geht's hier wird ein bisschen schwierig sein. Genau. Geht es auch darum, hier wieder da, wenn ihr das öffnet, diese Information einmal zu lesen. Da steht genau, was zu tun ist. Und es sind diesmal, glaube ich, nur zwei Fragen, die zu beantworten sind. Und wer von euch jetzt dann die Lösung hat oder glaubt, die Lösung zu wissen, ruft sie einfach laut heraus. Und natürlich gibt es auch wieder was zu gewinnen. Ja. Ich sehe schon, wir haben sehr viele Einzelkämpfer darüber. Gut. Also bitte, wer fertig ist, wer Lösungswort hat, uns das bitte mitzuteilen. Wenn ihr jetzt wisst, wie man da hineinkommen möchte, schaut her. Ein Tipp noch, nicht auf Vollbild stellen, sonst wird etwas überdeckt, dann kann man leider nicht mehr weitermachen. Also nicht auf Vollbild stellen. Und wer Laptop hat, könnt ihr auch unten auf die Homepage der Mittelschule Jettbach gehen und hier bei E-Learning hier unten auf Schatzsuche klicken. Auch da kommt man hinein.
Also viel Erfolg, wir sind schon gespannt, wer das Rätsel knackt. Ah, die Dame da hinten, ja, das ist unglaublich. Genau. Jetzt war es ganz gleich schnell, würde ich sagen. Viel und vor allem auch sehr viele kreative Ideen. Also ich kann das nur sehr gut weiterempfehlen, da das einmal anzuschauen. Minimum da braucht man eben nicht dazu sagen, oder? Ist sehen ein Begriff, kann man selbstständig daheim machen, wann immer man will. Genau, richtig. So, und jetzt hätten wir noch ganz, ganz viele Themen vorbereitet. Wir darf noch alles aufzeigen. Word Clouds könnte man machen im Mathematikunterricht oder man könnte auch Mindmaps machen, hier zum Beispiel zu geometrischen Körpern. Oder wer mit Backlash schon einmal gearbeitet hat, hier haben wir auch mit Schülern, haben wir hier zu verschiedenen Körpern, zu Kugeln, zu Prismapyramiden, haben sie verschiedene Bilder aus dem Internet gesucht und zusammengestellt zum Beispiel. Und wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Wir haben das noch heißt, geplant, es geht sich noch aus bis 10 nach Zeit, glaube ich. Ach so, ja, genau. Und deswegen zeigen wir jetzt Folgendes her. Das ist zum Beispiel so ein Word Cloud, wo ein Schüler das einzeln erstellt hat, als Hausübung einmal zum Thema Kreis. Also alleine. Aber ich arbeite da, dass sie gerne kollaborativ arbeiten. Und das möchten wir auch gerne mit euch jetzt machen. Wir bitten euch bitte noch einmal das Handy herauszunehmen. Dann das einzuscannen. Und dann kommt ihr nämlich auf eine Seite, die heißt Answer Garden. Und da geht ihr auf den Balken, tippt ihr bitte einen Gegenstand aus dem alltäglichen Leben oder wie auch immer ein, der die Form eines Quaders hat, bitte. Und dann kreieren wir jetzt so gemeinsam eine Wortwolke. Wir wollen einmal schauen, welche Wörter von euch jetzt hier am häufigsten genannt werden. Ja, wobei es auch interessant ist, dass man bei den Schülern das dann so macht, nicht die am häufigsten genannt wurden, sondern wo nur die nur einmal genannt wurden, dann denken sie nur ein bisschen vielschichtiger nach und versuchen wirklich Körper zu benennen, die nicht so alltäglich sind. Sonst geht es relativ schnell. Wenn es so die gebräuchlichen Quaderformen nennen. Also man kann da immer wieder aktualisieren, sehe ich dann, was dann also zum Schluss wieder eingetragen wurde. Und man sieht schon, diejenigen Begriffe, die halt häufiger eben eingegeben wurden, die erscheinen hier in dieser Wortwolke größer. Momentan ist der Favorit eindeutig die Schuhschachtel, gefolgt von Fehlpedal, Zündholzschachtel, Schachtel und Buch. Und wie gesagt, der Klaus hat es eh schon gesagt, wir schauen dann immer, ob irgendwelche ganz besonderen kreativen Vorschläge dabei sind, wie zum Beispiel Blitzwürfel. Interessant, finde ich nicht. Ja, doch, das war nur, wo man bei den analogen Kameras oben den Würfel abgesteckt so hat. Und der hat dann viermal die ganz ersten Blitzwürfel. So was meinst du, ja, ich denke schon so digital wahrscheinlich. Ja, und sowas könnte man bei den Schülern auch machen. Also ja, interessant, dass die BH sehr wohl auch vorkommt. Ja. Ja, das sind jetzt viele Fahrer. Sehr kreativ. Das sind ja die Kreativgruppe. Das warst du. Da reden wir nochmal drüber. Ja, sowas. Das lässt sich ganz schnell machen. Mit dem Answer-Card, man braucht sich nicht irgendwo registrieren. Man klickt da drauf, sagt Create eine neue Wortwolke. Und man kann eingeben, ob alles groß geschrieben sein soll oder klein geschrieben. Oder ob ein Schüler nur ein Beispiel, zum Beispiel einen Begriff eingeben darf oder mehrere. Und ansonsten mache ich nur den Link und gebe das den Kindern und dann mache ich das. Ich mache das auch immer wieder so als Einstieg oder zwischendurch. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, kann ich in vielen Fächern machen. Kollege Hinn gibt mir recht, gell? Es ist wirklich ein ganz ein einfaches Tool. Aber Andrea, so groß ist der Frauenanteil darin, gar nicht, dass Schuhschachtel am öftesten genannt wird. Oder es sind vielleicht die Männer, die dann warten. Wir müssen ja immer wieder zahlen. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, Ideen, habt ihr gemerkt, Ideen hätten wir natürlich viele. Nur, wir sind zeitlich ein bisschen eingeschränkt, aber wie gesagt, wir kommen wieder. Also, soll keine Drohung sein, also ein Angebot im nächsten Jahr, dass wir euch dann ein paar andere Dinge noch zeigen. Hier, das ist auch ein Beispiel, was meine Schüler eben hingeschrieben haben, zum Beispiel. Oder auch, wie man sowas gestaltet, ist eine Mindmap auch, das kann man auch kollaborativ machen. Oder auch mit diesem Padlet zum Beispiel, auch das würden wir dann nächstes Jahr dann vorzeigen. Oder was auch ganz interessant ist mit dem Tinkercad, das wäre dein Teil mit der. Ja, also das wäre jetzt mit der Tinkercad, ich weiß nicht, wer hat denn damit schon gearbeitet. Das wäre, könnte man jetzt in Kooperation mit dem geometrischen Seitenunterricht vielleicht auch machen. Mhm.
oder bildnerische Erziehung wird sich auch anbieten. Also man kann mit Thinkercad ganz einfach geometrische, dreidimensionale Figuren erzeugen. In dem Fall also unterschiedlichste geometrische Körper. Genau. Und ja, und dann, den jungen Herrn kennen vielleicht schon einige von euch, das ist der Dora Fuchs. Der Dora Fuchs, das ist ein, ja inzwischen schon älter, denke ich mir, aber der in jungen Jahren als Student, so einer der ersten, der wirklich beim Internet aufgetreten ist und einfach verschiedene Merksätze, zum Beispiel den pythagoreischen Lehrsatz, gesungen hat. Und darf ich was Nettes zum Abschluss noch erzählen? Ach, Mathematikstunde, wir haben gewusst, es kommt jetzt mal die Frau Schulinspektor mal zu uns. Und die Tür geht auf, die Frau Inspektor steht draußen. Ja, Andrea möchte sich eine Stunde bei mir anschauen. Aber ich glaube, ich bin in der falschen Stunde. Warum? Weil meine Schüler nämlich das Lied vom Dora Fuchs gesungen haben. Und das hat sie noch nicht glauben können, dass man Mathematik auch singen kann. Sie ist dann geblieben, hat dann versucht mitzusingen. Und das war eine ganz tolle Stunde. Hoffentlich ja. Fehlerfrei. Das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Jetzt jedenfalls sind wir am Ende angelangt und jetzt eine Frage haben wir jetzt schon noch, ja? Klaus, oder? Was sagst du? Ein Rätsel wieder. Wir haben hier das Danke, danke, dass ihr so toll mitgearbeitet habt. Ja, und, so. Genau. Und jetzt haben wir das A groß und das K groß. Warum könnten diese beiden Buchstaben wahrscheinlich groß und farbig sein? Was glaubt ihr, was ist der Grund, warum wir das so machen? Andreas. Ja, genau. Und damit der